sechster Eckstoß für Rostock. Und Körbel. Und Tor 1:0. Ich glaube durch Yassin. Nach 5 Minuten der zweiten Halbzeit, also in der 50. Spielminute, hier ist Yassin im Bild. Ich höre aus der Redaktion, dass die Zeitlupe nicht kommt, aber eindeutig Torschütze ist Yassin. Und nun auf einmal eine super Stimmung im Stadion, wo es bisher ja gar nicht so zuging, aber jetzt stehen die 35.000 auf den Stühlen und auf den Bänken, jubeln ihrer Mannschaft zu, die bisher ja nicht allzu viel